Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Praxisfolge. Ich wollte heute mal die Gelegenheit nutzen. Ich habe so zwei hübsche Acranthophis gerade da, euch die Madagaskar-Boas vorzustellen. Also insgesamt gibt es ja drei Boas auf Madagaskar, diese Acranthophis hier und es gibt noch die Sansinia. Jetzt heute geht es hier um die Acranthophis. Es gibt die nördliche und die südliche. Das hier ist die nördliche, Acranthophis dumerilli. Die bleiben kleiner. Also lasst euch jetzt nicht täuschen durch das, dass die jetzt die größere ist in dem Fall. Aber das ist die kleinere der Acranthophis-Arten. Das ist ein ausgewachsenes Weibchen, beziehungsweise genau genommen ist es eigentlich fast ein riesiges Weibchen. Also die hat um oder über 2 Meter. Das ist für eine dumerilli schon wirklich eine fast eine Rekordgröße. Ne? Das ist wirklich ein wunderschönes, wie gesagt, riesengroßes, adultes Weibchen. Das hier ist ein Männchen, Acranthophis madagascariensis. Das ist die größere Art von beiden. Diese madagascariensis werden bis an die 3 Meter groß, deutlich dicker wie der Zuchtmann hier. Das ist, wie gesagt, so ein Zuchtmännchen, das sind oft mal so dünne Heringe, so wie der auch ein bisschen ist. Wenn er gerade mal von der Zeichnung vergleicht, die Madagaskariensis sind gleich wenig farbenfroher, die haben das Orange noch mit drin, also farblich fast noch gleich wenig ansprechender. Die Zeichnung ist gleich wenig anders, aber man sieht schon, dass es die gleiche Gattung ist an Boa. Ihr merkt an meiner Schnauferei, da habe ich mir irgendwas angetan hier mit dieser Aktion. Von der Haltung, das Ganze relativ kurz gemacht, von der Haltung, man hält sie im Prinzip ähnlich wie die Boa Constrictor. Großes Terrarium natürlich, laut Haltungsrichtlinie 0,7 mal Körperlänge. Temperatur, tagsüber macht er 30 Grad. Nachts macht er eine Nachtabsenkung, da könnt ihr auf Mitte 20 Grad runtergehen. Die nördliche Art hat es unter Umständen, jetzt dürfen wir nicht vergessen, dass wir auf der Südhalbkugel sind, die haben es biotoptechnisch noch gleich wenig wärmer. Beziehungsweise jetzt wage ich mich auf dünnes Eis. Ich muss, ihr wisst, oder ich habe es schon öfters mal angesprochen, Madagaskar ist für mich noch eine unbekannte Insel. Ich muss mal hingehen, aber rein klimatisch dürfte die nördliche Kleiweng ein etwas Kleiweng milderes Klima haben, die südliche ein etwas raueres Klima. Von der Haltung in der Terroristik hält man sie eigentlich beide gleich. Wie gesagt, tagsüber 30 Grad, nachts geht man runter 24, 25. Im Winter fährt man die Nachttemperatur runter zur Stimulation. Da geht man auf ca. 20 Grad nachts runter. Das reicht aus, die Tiere zur Paarung zu stimulieren. Wie alle Boas sind sie lebendgebärend. Lassen sich eigentlich recht gut züchten. Die Dumerilli lässt sich noch ein bisschen leichter züchten wie die Madagaskariensis. Kann aber etwas an dem raueren Klima liegen, weil das in der Terroristik nicht ganz so leicht ist wie bei der Dumerilli. Lebend gebären, wie gesagt, also nach der Winterruhe fangen die Paaren an. Und nach der Paarung, knapp ein halbes Jahr später, kann man sich, wenn man Glück hat, über hübsche kleine Acranthophis-Babys freuen. Ich glaube, zur Ernährung muss ich bei den Schlangen nicht allzu viel sagen. Die Jungtiere füttern wir einmal die Woche. Dumerillis als Jungtier kann sein, die ersten paar Fütterungen gehen sie noch nicht ganz so gut ran. Muss man gleich wenig Geduld haben, aber dann sind es völlig problemlose Terrarienschlangen. Fressen problemlos, wachsen problemlos. Wie gesagt, einmal die Woche kann man die füttern im Wachstum. Später zur Zucht habe ich ein Zuchtweibchen, füttere ich es weiterhin einmal die Woche. Habe ich ein einzelnes Tier oder so ein Männchen, kann ich es auch alle 2, 3 Wochen füttern. Interessant auch bei denen die Geschlechtsbestimmung. Es gibt kein Terrarientier, das so einfach ist. Ihr wisst ja, die Riesenschlangen haben diese Aftersporen.
ich tue es mir jetzt nicht an, das ist mir jetzt einfach zu schwierig. Die Männchen haben deutliche Aftersporen, das sieht man an der Kloake, zwei deutliche Sporen. Die Weibchen, da sieht man gar nichts, kann man suchen, man findet keine Aftersporen. Also keine Riesenschlange ist so leicht in der Geschlechtsbestimmung wie die Acranthophis, weil man sich wirklich nach den Sporen richten kann. Und nach meiner Erfahrung trifft es wirklich immer zu. Sporen da sind Männchen, keine Sporen sind Weibchen. Also ist wirklich erstaunlich leicht bei denen. Ja, die wollte ich euch heute mal vorstellen. Leider sind sie CITES Anhang 1, also man braucht Foto-CITES für die Tiere, was die Zucht die letzten Jahre hat zurückgehen lassen, weil die Leute sagen, ach, diese blöden Foto-CITES oder womöglich mit Chip, das ist mir zu anstrengend. Deswegen haben viele Züchter aufgegeben, die Acranthophis zu züchten. Leider, wie gesagt, sind eigentlich wunderschöne Terrarientiere und von der Größe selbst so ein Brocken hier durchaus noch einigermaßen in der normalen Terrarianerwohnung haltbar.